Guten Morgen, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir haben heute Freitag. Wir haben jetzt gleich 11 Uhr. Ich habe schon einiges gemacht und getan, inklusive nicht geschlafen. Gestern waren wir alle früh im Bett, ich glaube um 8:45 oder so. Ich hatte so schlimme Kopfschmerzen. Ja, für die Kinder wurde das ja eh Zeit. Und dann sind wir alle ins Bett gegangen. Wie das so ist, alle konnten schlafen, nur ich nicht. Ja, ich habe wachgelegen bis 10 Uhr, kurz nach 10. Und da wollte ich gerade die Augen zumachen. Da fängt die Emma dann an zu husten und zu husten und zu husten. Dann war wieder Ruhe, husten, husten, husten und so weiter. Dann hatte sie was gewimmert. Ich denke, stopp, wimmern hatten wir einen Tag vorher. Ich runtergegangen, ja, war wieder erhöhte Temperatur. Und ja, da hatte ich ihr dann, bin ich mit ihr runter, weil die ja mittlerweile auch wach war, hatte ihr Hustenstiller gegeben und Fieber gemessen. Ja, war jetzt 37,6 oder 8, irgendwie so. Habe ich mir das erstmal angeguckt, dann ging das auf 38 hoch und ich denke, komm, gib's ihr dann einen Fiebersaft, damit sie dann wenigstens schlafen kann. Ja, dann habe ich ihr das dann gegeben. Ja, dann hat sie, glaube ich, auch 2 Stunden geschlafen und dann fing er wieder an, husten, husten, husten. Dann dachte ich, na, dann war wieder 10 Minuten Ruhe. Ich denke, oh Gott sei Dank. Dann, so ging das die ganze Nacht. Die hat aber Gott sei Dank geschlafen. Da geht es rund. Die hat Gott sei Dank geschlafen, also das war nicht so, dass die wach war. Und ja, auf jeden Fall ging das die ganze Nacht. Dann heute Morgen um 5:30 ging der Wecker von meinem Mann. Ich denke, wunderbar. Ja, und ich glaube, gegen 7 oder so ist die Emma erstmal tief eingeschlafen. Ja, da habe ich sie dann schlafen lassen. Um 8:30 kam sie dann runter. Oh, ich war da schon lange unten mit dem Lenny. Wir waren, glaube ich, um kurz vor 8 oder so unten. Oder 7:30 war da, genau 7:30. Ja, dementsprechend habe ich Kopfschmerzen ohne Ende. Ich bin müde, mir geht es selbst ihm so, keine Ahnung. Man hat das Gefühl, man wird gesund und dann kommt der nächste Schlag. Naja, dann habe ich da meinem Arzt angerufen, weil der gestern sagte, ich sollte mich nochmal melden, wie das so ist und alles. Und wenn nicht, kriegt sie ein Antibiotika, weil die auch leicht eitrigen Auswurf hat, ja, und ich denke, komm, nächste Woche hat der Urlaub, ne, das Wochenende, ich da angerufen, ja, da haben wir das aufgeschrieben und ja, dann haben wir jetzt die ganzen Sachen alle abgeholt. Mein Mann hat mir auch noch ein Rezept dazu gegeben, hatten wir also einen Großauftrag gerade, ja, da waren wir in der Apotheke und eben noch schnell was einkaufen und jetzt halt, sage ich, einkaufen, wo ist die Tasche, wartet mal. So, da bin ich wieder. Guckt mal, wer immer dabei ist. Lennys Sandmännchen, Lennys Panzi. Ich finde das ja so süß. Ne? Der Junge ist 8 Jahre. Und Panzi darf nirgendwo fehlen. Also, der nimmt den überall mit, außer seine Schule. Da darf der nicht mit. Ich setze den mal, setze ich den hier hin? Genau. Der guckt jetzt zu. So, ganz spektakulär Brot gekauft. Zweimal Spätzle. Ja, da bleiben. Einmal Hundefutter, dann haben die jetzt wohl irgendwie bei Kauf dann die XXL-Woche oder so. Da sind jetzt, keine Ahnung, plus 4 gratis drin. Hier so Eierwaffeln. Ja, kommt zum Schluss, danke. Ich habe hier gerade jemand, der mir hilft. Toast. Ja. Dankeschön. Eier. Einmal Hundefutter, damit der Wauzi auch was zu fressen hat. Nee, erst das. Die esse ich auch total gerne. Ich finde die richtig lecker. Die Salami-Sticks. Da stürzen sich jetzt meine Kinder drüber.
So, bitteschön, dein Bruder auch eingeben, Dankeschön. Und dann habe ich was gesehen, habe ich gedacht, das musst du doch mitnehmen. Ja, das ist ja cool, das ist ein Sticker. Von Bautzner Ketchup, rosarotes Glitzer-Ketchup, Limited Edition, Winter Edition, mit Glitzer. In dem Ketchup, können wir wahrscheinlich nicht sehen, in dem Ketchup doch, können wir, die Glitzerpartikel. Der Ketchup war 1,19 €. Das ist wieder gut. Und das hier ist Sticker. Ist das nicht toll? Die Emma hat das natürlich gesehen. Och, Mama, ein Einhorn. Und ich denke, wa, da hat das echt Glitzer da drin. Dann haben wir Glitzerpups, wenn der verdaut ist. So, jetzt werde ich hier die Wohnung aufräumen. Ja, Emma. Medizin verteilen, damit meine kleinen Zwerge ganz schnell wieder gesund werden. Nein, es ist nicht das, was ihr vielleicht denkt. Das ist das Schokoeis von gestern. Ich muss das mal eben drehen. So, da. Mein Mann hat halt nämlich gestern Abend umgerührt und dazu gelassen. Und ich muss sagen, man kann es essen. Vor allen Dingen ist das was für die Leute, die richtig zart-bitter Schokolade mögen. Das ist richtig kräftig im Geschmack. Aber uns schmeckt das, ne? Ich bin zwar nicht so der zart-bitter-Fan, aber man kann es essen. Zwar nicht viele Löffel, Man aber es merkt es geht, aber ne? schon, dass es bitter ist. Genau, man merkt das. Aber Also wirklich für die gut. 3 Euro, ja, konnte man nicht viel falsch machen. Und Leute, nicht nur, dass ich einen riesen Kübel dafür gewählt habe. Ich habe gestern nicht mal Platz in eine Kühltruhe gehabt. Ich musste eine gefühlte halbe Stunde rumräumen. Aber wie ich ja schon mehrfach sagte, das bin ja typisch ich. Ja, jetzt werde ich das Eis wieder wegräumen, sonst schmilzt mir das nachher noch. Aber ich wollte euch auf dem Laufenden halten. Also wie gesagt, die Leute, die Zartbitter richtig mögen, für die ist das garantiert was schnell gemacht und schmeckt ganz gut. Allerdings braucht man Hammer und Meißel dafür, um das Eis rauszukriegen. Also wäre anschmelzen gar nicht verkehrt. Oh. Hier kommt halt nicht so gut an. Jetzt kommt die andere Wachtel. Ja, da weiß man noch nicht, wie das so ankommt. Und hier seht ihr das auch nochmal. Der Ketchup glitzert wirklich. Das gibt Glitzerschiss. Guten Morgen aus dem halbdunklen Raum hier. Ihr könnt ja meine Schatten erkennen. Wir haben heute Samstag. Ich habe gestern ganz vergessen, euch mitzunehmen. Und wie ihr jetzt hier seht, hat Mutti wieder was Neues. Ich habe Nackensteife. Ich habe falsch gelegen. Aua, aua, aua. Jetzt habe ich gerade ein Heizkissen im Nacken. Naja, wollen wir mal nicht jammern, ne? Emma hat die Nacht auch ja, etwas besser geschlafen. Die Medizin hält irgendwie nur 3 Stunden. Ich dachte so 6 bis 9. Was für ein Witz. Nee, er hat 3 Stunden geschlafen. Ich habe ihr die Matratze gestern höher gelegt. Und siehe da, die ist besser eingeschlafen. Und die war heute Nacht runtergerutscht und fing dann das Husten wieder an. Dann habe ich sie wieder hochgelegt und dann ging das kurze Zeit später wieder, ja, wieder besser. Und dann ist sie dann auch eingeschlafen. Ja, mein Mann, der ist jetzt schon mit dem großen Einkaufen. Die Kleine schläft noch und ich darf ein bisschen sitzen und heize meinen Nacken. In der Hoffnung, dass das nachher wieder geht, dass ich hier weitermachen kann. Ja, mal gucken, was heute noch so ansteht.
So wirklich geplant ist nicht was. Warten wir einfach mal ab, ne? Ja, und jetzt habe ich gestern was erfahren, das finde ich richtig kacke. Eigentlich ist an Halloween selbst immer, habe ich euch doch erzählt, in eine Stadt dort, wo die Kinder dann in die Geschäfte reingehen können. Oder Kürbisschnitze oder so. Nee, das war jetzt gestern schon. Stand man irgendwo angeschlagen oder so, musste man im Internet nachgoogeln. Da hat man das dann gesehen. Da habe ich gesagt, das ist ja auch toll. Das hat nämlich eine Bekannte gesagt, aber ich sagte, ich sag immer, wo warst du denn? Die hatte nämlich Fotos von ihren Kindern bei WhatsApp. Ich so, wo warst du denn? Ja, sagt sie, das war doch. Aber ich denke, wunderbar. Hat mir netterweise auch nicht Bescheid gesagt, aber naja. Och ja, so ist das nun mal. Ne? Was will man machen? Kannst du nichts dran ändern. Aber blöd ist sie trotzdem. Dann hatte ich meine Mutter gefragt, ob die was gesehen hat, weil die liest die Zeitung ja, die man so, die Wochenzeitung ja eher als ich. Nö, ne, sagt sie, da stand nichts drin. Die wusste auch nicht Bescheid. Ja, so ist das jetzt. Ich meine, gut, wir machen eh nicht viel an Halloween, aber da hätten sie mal wieder was anderes gehabt als nur zu Hause, ne? Oh ja. Kommen bei euch die Kinder eigentlich an Halloween auch klingeln? Ich bin mal gespannt, wie der dies Jahr ist. Das ist ja jedes Jahr unterschiedlich. So, jetzt werde ich hier ein bisschen aufräumen und den Frühstückstisch decken und hoffen, dass mein Aua-Aua weggeht. Ich habe meine Haare noch nicht gewaschen und sehe da, die sehen schon leicht schmantig aus. Aber ist nicht schlimm. Wir haben heute nichts vor. Da lasse ich diese und wenn, dann wasche ich sie noch kurz vorher. Ja, wie gesagt, wenn irgendwas ist, sage ich euch natürlich Bescheid. Guten Morgen aus dem halbdunklen Raum hier. Ihr könnt ja meine Schatten erkennen. Wir haben heute Samstag, ich habe gestern ganz vergessen, euch mitzunehmen. Und wie ihr jetzt hier seht, hat Mutti wieder was Neues. Ich habe Nackensteife. Ich habe falsch gelegen. Aua, 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 jetzt habe ich gerade ein Heizkissen im Nacken. Naja, wollen wir mal nicht jammern, ne? Emma hat die Nacht auch etwas besser geschlafen. Die Medizin hält irgendwie nur 3 Stunden. Ich dachte so 6 bis 9. Was für ein Witz. Nee, hat 3 Stunden geschlafen. Ich habe ihr die Matratze gestern höher gelegt. Und siehe da, die ist besser eingeschlafen. Und die war heute Nacht runtergerutscht und fing dann das Husten wieder an. Dann habe ich sie wieder hochgelegt und dann ging das kurze Zeit später wieder, wieder besser. Und dann ist sie dann auch eingeschlafen. Ja, mein Mann, der ist jetzt schon mit dem großen Einkaufen. Die Kleine schläft noch und ich darf ein bisschen sitzen und heize meinen Nacken. In der Hoffnung, dass das nachher wieder geht, dass ich hier weitermachen kann. Ja, mal gucken, was heute noch so ansteht. So wirklich geplant ist nicht was. Warten wir einfach mal ab, ne? Ja, und jetzt habe ich gestern was erfahren, das finde ich richtig kacke. Eigentlich ist an Halloween selbst immer, habe ich euch doch erzählt, in eine Stadt dort, wo die Kinder dann in die Geschäfte reingehen können. Oder Kürbisschnitze oder so. Nee, das war jetzt gestern schon. Stand man irgendwo angeschlagen oder so, musste man im Internet nachgoogeln. Da hat man das dann gesehen. Da habe ich gesagt, das ist ja auch toll. Das hat nämlich eine Bekannte gesagt, weil ich sagte, ich sag immer, wo warst du denn? Die hatte nämlich Fotos von ihren Kindern bei WhatsApp. Ich so, wo warst du denn? Ja, sagt sie, das war doch. Aber ich denke, wunderbar. Hat mir netterweise auch nicht Bescheid gesagt, aber naja. Och ja, so ist das nun mal. Ne? Was will man machen? Kannst du nichts dran ändern. Aber blöd ist sie trotzdem. Dann hatte ich meine Mutter gefragt, ob die was gesehen hat, weil die liest die Zeitung ja, die man so, die Wochenzeitung ja eher als ich. Nö, ne, sagt sie, da stand nichts drin. Die wusste auch nicht Bescheid. Ja, so ist das jetzt. Ich meine, gut, wir machen eh nicht viel an Halloween, aber da hätten sie mal wieder was anderes gehabt als nur zu Hause, ne?
Oh ja. Kommen bei euch die Kinder eigentlich an Halloween auch klingeln? Ich bin mal gespannt, wie der dies Jahr ist. Das ist ja jedes Jahr unterschiedlich. So, jetzt werde ich hier ein bisschen aufräumen und den Frühstückstisch decken und hoffen, dass mein Aua-Aua weggeht. Ich habe meine Haare noch nicht gewaschen und sehe, die sehen schon leicht schmantig aus. Aber ist nicht schlimm. Wir haben heute nichts vor. Da lasse ich diese und wenn, dann wasche ich sie noch kurz vorher. Ja, wie gesagt, wenn irgendwas ist, sage ich euch natürlich Bescheid. So, da seht ihr die Hummel. Hummel! Heute ist nichts passiert. Ich habe nichts gemacht. Wie ihr seht im Hintergrund, steht der Brot noch hier und Toast. Und ein bisschen Zeugs. Mein Mann hat den Ofen sauber gemacht. Soll ich den präsentieren? Soll ich den präsentieren? Wir Soll ich haben hier zeigen? Soll ich. Soll ich. Wir haben eine Reinigungsfunktion am Ofen. Und die haben wir heute, gestern, vorgestern das erste Mal benutzt. Ja, und dann hat man mal nachpoliert und jetzt glänzt der und sieht aus wie neu. Wir haben aber, darf man keinen erzählen, vorher jahrelang geschrubbt den Ofen, bis wir mal rausgefunden haben, ja, dass unser Ofen sowas hat und das quasi von alleine macht. Ja, Kinder sind noch krank. Mein Nacken knirscht auch noch. Jetzt werden wir rausgehen in den Ofen, da das Öfchen rausstellen. Zum Holz verbrennen und ja, mein Mann, der bastelt die Laterne noch zu Ende und dann ist ja auch schon fast Abendbrotszeit. Ja, wie gesagt, meine Männer waren ja heute einkaufen und haben entschieden, dass es heute Abend Muscheln gibt. Wenn Muschelzeit ist, da essen wir das halt öfters mal. Jo, so sieht das jetzt aus. Wenn was Neues ist, melde ich mich. Aber ich glaube heute. Ich wollte noch ein Selfie von mir posten. Du wolltest noch ein Selfie posten? Kannst du da reingucken? Du hast das Selfie meines Mannes. So sieht das aus, wenn ich nicht koche. Da magert er dann ein wenig ab. Jetzt zeige ich euch noch schnell den schönen Ofen. Wie schön blitzt der nicht und blinkt und blinkert. Das ist doch Wie viel toll, Angst oder? hat das gibt? Tja. Das war doch sonst nicht, oder? Was soll euch dieses Gesicht sagen? Bostologe. Jetzt ist das so windig draußen, dass wir da kein Feuer anmachen können. Kinder sind natürlich enttäuscht, ich auch, weil ich mag das sehr gerne. Ja. Boah, der Kerl, ne? Ehrlich. So ist das. Ja, jetzt ba 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 bastelt der Udo weiter. Ich räume hier auf und dann fällt das Feuer jetzt eben da aus. So sieht die tolle Laterne aus, wenn sie sich mal dreht. So, jetzt darf sie immer. Und so sieht die fertig aus. Na, dreh dich mal. Da Anna und Elsa und schöne Glitzersteinchen. Von beiden Seiten natürlich, genau. So toll sieht die aus. Haben sie beide schön gemacht. Emma hat entschieden, wo die ganzen Steinchen hingehören. Ja, gefällt mir ganz gut. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Wie habt ihr so geschlafen? Wie war die Zeitumstellung für euch? Bei uns? Wie immer, egal ob die Zeit zurück, vor, quer, rücks, gestellt wird, das klappt irgendwie immer. Ja, die Nacht, die war sehr stürmisch. Also wir haben zwei, dreimal gedacht, so, jetzt hautet unseren Dachstuhl weg. Wir haben Gott sei Dank keine großen Bäume mehr vor der Tür stehen. Er hat immer alles Vor- und Nachteile. Hast du große Bäume vor der Tür stehen, hast du Angst, dass der in das Haus reinknallt. Hast du keine, hast du Angst, dass dir der Dachstuhl so wegfliegt.
Ich bin sowieso ein Schisser durch und durch. Seitdem 99, glaube ich, war das, der schlimme Sturm war, haben wir mega Glück gehabt. Da habe ich ja noch zu Hause gewohnt. Da ist vor unserem Haus eine Baumkrone rausgefallen. Und nicht, also ich habe erst gedacht, wäre der ganze Baum gewesen. Und das andere Stück ist hinten auf unser Gartendach gekracht. Also wir haben wirklich mega Glück gehabt. Und ich bin ja sowieso ein Schisser, was Gewitter und alles angeht. Und ja, das ging so. Ja, und als das dann nachts losging mit dem schlimmen Wind und du hörst das dann auf einmal scheppern und weißt aber nicht, was ist da jetzt gerade passiert. Und deine, also unsere Eltern, die haben uns wirklich nach unten geschickt, weil, also meine Eltern haben in dem Haus unterm Dach, also wie wir jetzt unterm Dach, auf dem Dachstuhl ihr Schlafzimmer gab, wir Kinder jeweils darunter. Mein Vater hat direkt gesagt, alle runter. Der Hund, der war panisch, der war anders, also der hat gemerkt, dass das irgendwie war. Und seitdem dieses Geräusch, unser Auto ist dabei auch draufgegangen, da ist der Baum auch draufgekracht. Seitdem habe ich Angst, wenn es gewittert, wenn es windig wird, vor allen Dingen, weil das nachts passiert ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich müsste mal wirklich, ja, wenn ich nachts wäre, müsste ich mal wirklich ein Video drehen. Also ich bin normal, Pulsschlag normal, alles, aber sobald das anfängt, da werde ich kribbelig. Und wenn das dann, ich sage jetzt mal so, über uns drüber ist, da kriege ich Herzrasen, ich kriege Panikattacken. Also Attacken ist jetzt aber näher, ich habe Angst. Und ja, ganz schlimm. Und die Nacht, es ging, also es war grenzwertig. Ja, wie gesagt, einmal so weit mitgemacht, ein bisschen gebranntes Kinn, ne? In Anführungsstrichen hatten wir da wirklich nur, als seit 99 passiert ist, das Auto kaputt. Und hinten der Garten, da hatten wir so eine Überdachung schön gehabt, die ist auch zerschrabbelt worden. Aber wir haben echt Glück gehabt. Ich sage jetzt mal so 3, 4, 5 Straßen weiter ist ein Baum in das Haus gekracht und die Leute haben ihn nicht überlebt. Also von daher alles gut. Ja, wie gesagt, wollte ich nur gesagt haben, seitdem bin ich noch ängstlicher als vorher. Ja, also dann könnt ihr euch vorstellen, wenn dann die Sturmwarnungen reinkommen und dann immer abends und nachts bin ich nicht der beste Freund von. Gut, das war das Erste. Mein Nacken gestern. Ich hätte wegtreten können, wenn ich dran gekommen wäre. Ich habe nur mit Heizkissen und Schal hier gesessen. Ich konnte überhaupt nichts machen. Ja, und dann habe ich mich dann gestern im Bett gelegt und geheult, weil egal wie ich den Kopf bewegt habe, vor allen Dingen sieht man dann erstmal, egal ob du die Schulter bewegst, den Kopf, wofür du das alles brauchst, das tat weh. Da habe ich dann erstmal geheult, dann hat der Udo gesagt, leg den Kopf da so und so und ich hatte eine Schmerztablette genommen und die Nacht, das ging. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Aber wollen wir nicht jammern, Positives, Emma konnte schlafen. Die hat echt geschlafen, nicht gehustet, gar nichts. Ich hoffe, wir sind jetzt echt auf dem Weg der Besserung. Und da sagt man immer Scheiß auf den eigenen Schmerz. Wobei heute, ich schreie nicht so laut, es wäre schön, wenn es so bleibt, beziehungsweise komplett weggeht. Ich kann den Kopf wieder bewegen. Keine Ahnung, was das war oder ist oder wie auch immer. Ja, dann zum Uhrenumstellen. Seid ihr eher diejenigen, die das wirklich von 3 auf 2 oder eben gegebenenfalls von 2 auf 3 machen? Oder macht ihr das abends, bevor ihr im Bett geht? Oder seid ihr so wie wir? Wir stehen morgens auf, gucken erstmal, war das die richtige Zeit? Welche Uhr hat schon von alleine umgestellt und welche nicht? Und die anderen werden danach gestellt, weil, ja, wir machen das immer an einem Tag. Ich stehe weder dafür auf. Ich bin froh, wenn ich nachts schlafe. Noch mache ich das vorher, dann bin ich verwirrt. Ja, also wie gesagt, wir haben das heute Morgen erst gemacht, die Uhren alle umgestellt. Jo, jetzt werden wir noch eine Runde fahren, deswegen Gesicht ist gecremt, Haare sind gewaschen. Werden wir eine Runde düsen. Mal gucken, was da noch heute so ansteht. Und ja, dann geht morgen der ganz normale Wahnsinn wieder los. Dann haben wir morgen, dann haben wir Dienstag, Mittwoch frei und dann Donnerstag und Freitag ist die Woche auch schon wieder um und dann gehen die Kinder wieder in die Schule. Die Zeit ist doch irgendwie gerast. Aber wollen wir erstmal genießen.
Ja. Also wie gesagt, ich mache mich jetzt fertig, wasche mir jetzt die Haare und sag bis später. So, jetzt stehen wir im Badezimmer. Ich habe hier von Rivaldo Loop die Lidschattenbase. Die trage ich gerade mit dem Q-Tip auf, weil ich mit Fingern nicht reinkomme. Ich dachte, ich male mir mal ein kleines Gesicht. Ein kleines. In dem großen Gesicht ein kleines. Und nehme euch einfach mit. Wartet mal eben. Männer, mein Mann hat gerufen, was kriegen die Kinder denn an? Ja, Anziehsachen. Manchmal habe ich mir das Gefühl, er wohnt gar nicht hier. So, jetzt haben wir da drauf. Jetzt hole ich mir mal eben den Pinsel. Jetzt habe ich von Rivaldo Loop hier so eine Eyeshadow Base. Lidschatten. Die könnt ihr gleich sehen, ne? In Brown. Genau. Oh, hier geht irgendwo eine Alarmanlage. Wo ist die Tube, die... Hatte ich die Tube? Oh, ist ja wurscht. Ich versuche mal was. Ich versuche was. In welchen Spiegel gucke ich denn? Ich gucke am besten in den. Da sehe ich mich wenigstens am besten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Verblende ich mir das ein bisschen. Ziehen wir das dann noch hier vorne rein. Aber denn im Spiegelschrank sieht das noch schlimmer aus. Da geht aber eine große Alarmanlage von irgendeinem Geschäft. Was wir bis hierhin hören. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht hören und wenn, ja, dann hört er das. Jetzt ist es aus. Sind die Leute wach geworden? Also ich finde die Leute gut, die sich so vor der Kamera schminken können und in die Kamera dabei währenddessen noch reingucken, das meine ich damit. Nehmen wir die andere Seite. Ich muss mal eben einen Lidschatten suchen. So, weil ihr steht da nämlich drauf. Jetzt nehme ich mir erst noch einen fluffigeren Pinsel, habe hier so ein Weiß und gehe es mir hier drüber, weil du konntest das jetzt dank der Eyeshadow Base nicht so gut verblenden. Aber so was fällt einem erst am zweiten Auge auf. Und hier vorne hat das voll Schatten, obwohl da überhaupt nichts ist. Gucken wir mal. Nehme ich wieder den braunen Ton. Die Alarmanlage geht übrigens auch wieder. Irgendwie hat man noch keine Farbe am Pinsel.
Welche Augen könnt ihr am besten schminken? Also ich kann dieses hier am besten schminken. Das sieht nicht immer ganz so grausam aus. Obwohl das jetzt gerade doch grausamer aussieht. Dadurch, dass ich direkt auf die Base geschmiert habe, sieht das schon alleine aber dunkler aus. Blenden, 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 blenden. Da ich ja so schöne hässliche Schwabbeldinger habe, die da drüber sind, muss man ja mal gucken, dass man da einigermaßen drüber kommt. Dass man wenigstens ein bisschen sieht. Also man merkt den Unterschied hier. Habe ich nicht, ich hole euch gleich ran. Habe ich ja nicht abgepudert. Da geht das voll schwer. Und da habe ich das gemacht. So, Tube weg, Pinsel weg, Pinsel weg. Die Schatten an die Seite. Mein Gott, hier sieht das aus. Sehe ich aus wie ein Kasperl, aber sehe ich doch gar nicht ganz so schlimm aus. So. Oh, 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 oh. Ich habe hier so ein Dutting, wo ich die Pinsel dran abwasche. Hört sich hier gut an. Jetzt mache ich mir den Pinsel ein bisschen feucht und nehme hier dieses Liquid Metall, dieses Pinke davon. Und gibst mir auch aufs Lid, aufs Bewegliche. Ja, ich hole euch gleich da raus, das ist ja dunkel da in dem Schrank. Am anderen Auge genauso. Ist ja kein Schminkvideo, ich nehme euch ja nur ein bisschen mit, damit ihr mal gucken könnt. Ja, mein Mann sieht gerade die Kinder natürlich. Jetzt komm. Ja, bitte. Super. Aber machst du mir Licht wieder an? Dankeschön und Tür zu. Zack, habt ihr gehört? So geht das. Mami, wie sehe ich aus? Und dann geht's rund. So, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Jetzt habe ich hier einen Liquid Eyeliner. In Pink, wenn dann richtig. Mal gucken, ob ich den hinkriege. Ich habe mein Auge gezwinkert, aber es geht. Also Eyeliner ziehen ist nicht so mein, aber wir üben. Oh, mein Mann räumt den Tisch ab. Muss die Hühner gleich noch rauslassen? Ja, sofort. Ich komm. Mein Mann, musst du mir jetzt wieder verständlich machen, dass er auf Klo muss. Man sieht nicht, man hört.
Also ich bin noch jemand, ich kriege den Lidstrich nicht gleich hin. Aber egal, ich bin ja nicht gelernt oder so. Also von daher. Arme Karriere drauf machen. Ich mache auch nur die Augen heute. Das andere habe ich jetzt keine Lust. Ja, mal gucken, was es heute überhaupt zum Mittagessen gibt. Das wissen wir auch noch nicht. Ich sag, du hast jetzt gestern so einen Kohl geholt. Wir haben noch gehacktes. Mal gucken, ob wir Kohlrouladen machen. Warten wir mal ab. Aber jetzt fahren wir erstmal eine Runde. Nachdem ich dann die Hühner rausgelassen habe. So, unten noch. So. Ich bin jetzt fertig. So sehe ich jetzt aus. Ich denke, so kann man das lassen. Joa. Abgetuscht, das mag ich nicht. Bei mir klatschen aber auch wasserfeste Mascaren unten ab. Da tätowieren die. Ja, was denn? Was nimmst du denn damit? Wir fahren ja 5 Stunden. Ja, aber ich denke mal so, das sieht ganz gut aus. Ich werde mir jetzt schnell die Haare föhnen, weil man drängt nämlich schon. Ich sag mal, bis später. Seht ihr, meine Freunde? Oh, die Scheiben können ja immer wieder putzen. Ja, ne? Aber ich gucke erst, was die Wachteln machen. Ob hier alles gut ist. Guten Morgen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Alles gut. Meine beiden Putzis auch. Das ist die Hauptsache. Ja, Mama kommt gleich. Wie soll alle am Fenster stehen? Die Gocker noch immer. Ach ne, ich muss erst die Tür zumachen. Ah, Entschuldigung, dass ich mich hier so rumschleudere. Oh, mit nasser Haare ist auch angenehm. So, jetzt lasse ich die Bande raus und eigentlich müsste Ella als erstes rauskommen, die braun-weiße. Sag ich doch. Guten Morgen. Ja, langsam, langsam. Es ist stürmisch, ihr Hühners. Ja. Da sitzt er. Ich melde mich später, das ist kalt. So, hier gibt es dieses fermentierte Essen. Das stinkt wie die Hölle. An Tag 4. Mal gucken, wie das so ankommt. Man soll das ja auch eigentlich in Raum tun, wo du nicht so drin bist, beziehungsweise wo es nicht kalt ist, weil das eben stinkt. Ich stelle das einfach mal hin. Das ist einfacher. Wie? Schießt mir das nicht auf die Schuhe? Oh, das stinkt echt. An Tag 1 merkst du nichts. An Tag 2 riechst du Sauerkraut. Ab Tag 3 geht es und ab Tag 4 stinkt das wie die Hölle. Die Emma, die ist die ganze Zeit am Quieken. Also es kommt sehr gut an, wie ihr seht. An Tag 4 Ja. Ja. Anna da hinten weiß noch nicht, wo sie hin soll. Ja, gerade schon gehabt. Ich habe das Stativ hier, deswegen kann ich euch so ein bisschen rumschlenkern. Auf jeden Fall kommt das sehr gut an. So, jetzt wird hier schon fleißig gearbeitet. Lenny holt seinen Kürbis aus. Emmas wird gerade
der Boden rausgemacht. Sie wartet schon gespannt. Ja, mal gucken, wie das zum Schluss so aussieht hier. So, und da freuen sich die Hühner gleich drauf. Also nicht auf alles, aber ein bisschen. Hier wird auch geschmuddert und gematscht. Hier wird auch mit der Eiskelle. Nur der Papa arbeitet nicht. Wieder zu essen. Ne? Aber was willst du gerade zeigen? Hast du zwei linke Hände? Oh ja, das ist schlecht. Das glauben die dir auch alle, nachdem was du ja alles gebaut und gebastelt hast. Was ist damit? Ist das ekelig? Glibberschleim. So, mal gucken, was die Wachteln jetzt zu Kürbis sagen. Aber warten wir mal ab, ne? Wie der Teller gleich aussieht, wenn ich den wieder reinhole. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wie nass die Fliesen sind. Hier hat er gerade ohne Mist geschüttet aus Eimern. Guckt euch diesen Himmel an. Das Wetter spielt doch verrückt, oder? Jetzt wollen wir mal zu den Hühnern gehen. Ja, mal gucken, was die Huhn sagen. Bist du eine Hupe, Ella? Ey, die schlingt das doch jetzt wohl nicht. Die versucht das echt so. Also es ist interessant, was die Ella da hat. Und anstatt sie sich hier im Teller bedienen, na, haben sie was zu tun. Oh, dann lassen wir die auch mal futtern. So, heute gab es keine Kohlrouladen, sondern wir haben Kohl und gehacktes Hirn angebraten. Mit Kartoffeln. Sehr, sehr lecker. Da freue ich mich schon auf morgen, da haben wir nämlich noch Mittagessen. So, währenddessen mein Mann und die Kinder, die Kürbisse im Hintergrund am Schnitzen sind, gehe ich hin und mache Zucker. Warte, ich habe hier so einen Automaten. Ich hatte das irgendwann, ich glaube Hot oder Schrott, ach, letztes Jahr oder wann das war, hatten die das vorgestellt. Ich sagte, Udo, ich so, sowas hätte ich auch gerne. Ja, da war mein Mann so nett, das ist extra los und hat mir so eine Zuckerwattenmaschine geholt. Da ist eigentlich ein Löffel bei. Aber, wie das so ist, der ist jetzt verschwunden. Ja, und hat mir so eine Maschine geholt und ich mache die jetzt eben einmal an. Und quatsch weiter. Ja, und jetzt habe ich gedacht, mach's mal Zuckerwatte. Da haben die Kinder schon länger Hunger drauf gehabt. Und hin und wieder bin ich ja auch mal nett und erfülle ein paar Wünsche. Ja, wie gesagt, hier habe ich so ein Holzstängli. Man kann auch bunte Zuckerwatte machen, indem man bunten Zucker logischerweise daran macht. Ja, wir haben jetzt schon 3 Uhr. Gebe gleich für den Fatti, gebe Kaffee. Ja, es dauert immer ein bisschen, klar, bis Fäden kommen. Aber dann geht es eigentlich relativ schnell. Da muss ich schnell sein, wenn es soweit ist. Upsala, das ist, wenn man einmal nach hinten guckt, dann... Boah, das sieht ja gruselig aus. Ah, den zeigen wir gleich einmal. So, jetzt geht es schon los. Jetzt ist hier schon... Fadenbildung. Wie heiß ist das? Ja, das ist heiß. So heiß, dass du dich verbrennst immer. Willst du dich da auch verbrennen? Ja, natürlich, ich mich verbrennen. Ich dachte, du wärst Superman. Ja, das wäre schön, wenn ich Superman wäre. Dann wäre Superwoman lieber. Dir wäre Superwoman lieber. Ja, das ist gut. Da. Ich glaube, jetzt beginnt es so langsam.
Da wartet man immer auf einen bestimmten Faden, der da kommt. Und dann drehen wir einfach mal. Verbrannt? Mhm. Ja, da kommt Zucker raus, deswegen geht immer ein Stück weg. Das ist die erste Zuckermatte, die ich jetzt hier mache. Also da schön drehen, 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 drehen. War das fertig? Hat die Zuckerwatte oder die Kürbisse? Zuckerwatte. Das ist mal ernster. Das sieht aus wie so ein Ohrenstäbchen, ne? Nein! Ist nur auch auf der anderen Seite dieses Ohrenstäbchen. Oh, die Ratte hat die Kiste. Mama, unter der Kiste. Mama, hast du weißen Zucker? Ich glaube, ich muss. Mama, unter der Kiste ist eine Wurst. Ja, eine Wurst, genau. Man merkt, du hast Hunger. Mama, kannst du gleich mal fragen? Nee, da muss ich erst den Zucker verfärben. Und hey, komm, weitermachen hier. Warum wartet das Ding so? Ich habe keine Lust mehr. Ich muss mich da erstmal wieder einüben. Ich muss wieder erstmal 5-6 Stück machen. Damit ich weiß, wie das funktioniert hier. Der Ratte. Ja, die werden jetzt natürlich auch nicht so groß wie auf der Kirmes, ist logisch. Aber für so mal zwischendurch. Genau, wir leben gesund. Wir wollen nicht so viel Zucker. Ja, das war's jetzt. Guck, die passt gar nicht ganz auf dem Bild. ja, so sieht die Zuckerwatte aus. Da muss ich jetzt noch ein paar von machen. Und bis später nochmal. So, wenn man übt, dann werden die wat buschiger, wat größer. Ich habe gerade schon zum Udo gesagt, da hätte ich mir meine Spinnennetze ja selbst machen können. Aus Zuckerwatte. Wäre doch auch eine gute Idee gewesen, oder? So, die Kürbisse sind fertig. Einmal Emmas Kürbis. Dann Lennys Kürbis. Und den hat der Papa gemacht. Der sieht auch gefährlich aus, ne? So, jetzt habe ich versucht, so dunkel zu machen, wie es nur geht. So gruselig sieht Emmas aus. Lennys. Und Papas. Das sieht super aus. Ja, die werden dann rausgestellt und dann kann Halloween kommen. So, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ich werde jetzt den Vlog beenden und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay.